So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, soll es halt einfach mal darum gehen, warum der Wechsel zu Grenzgänger, warum nur die Schriftzüge geändert und nicht das komplette Dekor. Und ja, am Ende wollte ich vielleicht nochmal kurz über die gepulverten Teile reden, die mir einfach absolut gut gefallen. Ja, was mir gerade auffällt, mein Moped ist schon wieder super gut geputzt. Also wenn jemand Bock hat, hier mal mein Moped richtig auf Vordermann zu bringen, kann er das gerne machen. Ich bin der absolute Nichtputzer. Ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, am schlauesten ist jetzt zu sagen, warum ich erstmal den Wechsel gemacht habe zu Grenzgänger und dann, warum nur die Schriftzüge. Fangen wir einfach damit an, warum der Wechsel von Heisel zu Grenzgänger. Wir fangen erstmal bei der 300er an, denke ich, weil da kam das erste Mal ein Dekor von Rush Racing drauf, das halt mit Logos versehen war von Heisel und von Limit Hunters. Dann zu Heisel und nur Heisel, also beidseitig. Und jetzt eben zu Grenzgänger. Ja, als wir das damals designt haben, zusammen mit Matze von Rush Racing, gab es dieses Limit Hunters Ding schon auch nicht mehr so recht. Und von wirklich Design bis zum Druck von dem Dekor hat es locker, ich will es nicht übertreiben, aber es hat locker 2-3 Monate gedauert. In dieser Zeit ist einfach Limit Hunters, die Crew, beziehungsweise nicht unbedingt die Leute, aber die Seite ist einfach noch mehr ausgestorben, als sie vorher eben schon war. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, so, beziehungsweise wurde Heisel dann einfach noch größer. Und ich habe mich dann dadurch entschieden, beidseitig logischerweise auch Heisel zu machen. Weil wenn dann Heisel mein vollkommener Partner ist, warum soll ich dann beidseitig nicht Heisel fahren? Und habe mir dann eben gedacht, ja gut, dann kommt Limit Hunters jetzt ab. Und ich lasse mir das ganze Teil nochmal in Heisel drucken. Viele von euch kennen es wahrscheinlich in Insta, wie das anfangs nochmal war. Beziehungsweise weiß ich nicht, wie viele neue schon dazugekommen sind, aber es war eben damals so. Dann war da eben ewig lang das Heisel-Dekor drauf. Dann haben wir irgendwann das hier designt. Ebenso designt irgendwann Herbst 2019. Von der Druckerei angeblich gedruckt worden. Irgendwann im Dezember geliefert worden. Im März, glaube ich. Lag an der Druckerei. Ich habe dann auch, um ehrlich zu sein, weil mich ja eben viele verurteilen, warum ich eben einfach nur das Logo gewechselt habe, der Druckerei gesagt, passt auf, hört auf zu drucken, einfach um Kosten zu sparen. Ich will da noch eine Änderung haben. Da war schon klar, dass das Grenzgänger-Logo draufkommt. Ich habe zu denen gemeint, passt auf, hört auf, das zu drucken. Ich brauche das an sich so nicht mehr, sondern halt ein bisschen abgeänderter Form. Dann hieß es, ja, es ist schon fertig. Es hieß die ganze Zeit, es ist schon fertig gedruckt, aber von dieser Aussage bis zum Lieferdatum vergingen locker nochmal 6 Wochen oder sowas. Und ja, das hat mich dann ein bisschen auf der einen Seite angekotzt, auf der anderen Seite war ich dann trotzdem froh, dass das mal da ist, weil ich habe das Design schon am PC übelst gefeiert, ich feiere es immer noch extrem und war dann einfach mal froh, dass es da ist. Und wer kennt es nicht, man bekommt etwas, dann kommt noch dazu, ich will euch trotzdem Content liefern und noch neue Sachen liefern, die dann logischerweise auch wieder mehr gefeiert werden. Dann habe ich es trotzdem aufgeklebt, auch wenn da Heisel drauf stand. Ja, sah ganz cool aus. Das da, ab dem Zeitpunkt war ich aber, glaube ich, wie gesagt, schon raus, weil eigentlich habe ich gesagt zum SIP, pass auf, ich bin ab Neujahr von Heisel an sich als Influencer raus. Ich bewerbe es zwar noch so, weil halt einfach die Logos draufstehen, aber ich bin an sich raus. So, und dann kommen wir mal dazu, warum ich eben gewechselt habe. Ja, wo fange ich da an? Und zwar, Heisel ist eben, es war ein Kumpel von mir, der SIP, der kam damals, glaube ich, vor 2 Jahren zur Standfahrt plötzlich. Ich kannte ihn nicht mal. Der Bitty hat mir damals nur ein Video von ihm geschickt. Ich dachte, pass auf, schau mal, wie krass das ist und es ist gar nicht so weit weg. Schau dir mal dieses krank gemachte Video an. Muss ich auch sagen, Respekt an SIP, die Videos waren immer absolut krass, was da für Zeit reinfließt. Leider werden die halt einfach nicht so gefeiert. Das ist einfach nur mal so, keine Ahnung, hat sich halt mittlerweile geändert. Sieht man ja auch an Quirly. Denn seine Videos werden auch lange nicht mehr so geklickt, die Edits, wie sie früher mal geklickt wurden. Ja, der war dann eben mal da und dann hat man halt immer irgendwie immer mehr Kontakt aufgebaut. Er hat dann die Heisel, die Marke, mehr aufgezogen und dann war man dann halt so mit drin. Wie gesagt, es war ein Kumpel und warum nicht? Wenn man die Möglichkeit hatte, ich fand die Sache auch echt cool, die Verarbeitung ist auch cool. Aber dann, jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn ich jetzt überlege, was ich gerne mache, und auf was ich wirklich Bock habe, passt an sich Grenzgänger mehr zu mir wie Heisel. Und warum? Das soll jetzt wieder kein Front sein. SIP sagt es auch ein bisschen anders.
Jeder hat seine eigene Meinung. Ich hoffe auch, die Stimmung bleibt da weiterhin gut. Die ist eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Und zwar, wie gesagt, das ist wirklich keine Beleidigung an irgendjemanden. Dadurch, dass zum Beispiel auch eben der Kolben und die Bierflasche auf diesem Logo ist, steht für mich und auch für manch andere bestimmt Heißel so ein bisschen, also ich finde, es steht so ein bisschen so für Freunde, bisschen rumfahren, Spaß haben auf jeden Fall. Party gehört aber irgendwie ein bisschen auch dazu und Alkohol logischerweise auch, weil es ist ja auch eine Bierflasche da drauf. Und da viele bestimmt hier auch von Instagram kommen und sich wahrscheinlich denken, beziehungsweise nicht denken, die mich wahrscheinlich kennen, die sehen immer die Trainingsstories, die sehen, keine Ahnung, wie ich übelst viel auf der Bank drücke, wie ich übelst Bock auf Fahren habe, wie ich übelst Bock habe, was weiß ich, was zu machen. Aber ich bin überhaupt nicht der Feiertyp, gar nicht mehr so. Und ich bin überhaupt nicht, ja, auch so ein Typ, weiß ich nicht, zum Saufen. Das ist echt nicht böse gemeint. Aber für mich hat sich das so ein bisschen so angefühlt und habe mir so gedacht, ich hätte auch die Möglichkeit, besonders weil ich eben Kontakt hatte zu Quirly, habe ich mir gedacht, ich habe bestimmt die Möglichkeit zu wechseln. Und ich habe dann auch viele gefragt, ich habe meine Mom gefragt, ich habe Kumpels gefragt, ich habe auch Kumpels gefragt, die schon bei Grenzen sind, so, hey, was meint ihr, was passt denn besser zu mir? Und dann habe ich auch gesagt, so, ja, ich glaube, es passt an sich schon besser zu dir wie das Heißel-Logo. Beziehungsweise die Heißel-Logo, das Heißel-Marke. Ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, ich habe manchmal schon wegen dem Training mit Quirly geschrieben gehabt und ich habe mich dann einfach mal gefragt, was er dazu sagt oder ob ich einfach die Möglichkeit hätte, sozusagen damit reinzukommen. Und ja, hat dann gemeint, er gibt es dann weiter im Büro von Grenzgänger, weil er ist ja nicht direkt Grenzgänger. Und ja, am nächsten Tag hat sich dann bei mir schon jemand gemeldet, glaube ich, oder nee, nicht am nächsten Tag, aber ein paar Tage später habe ich einfach einen Text von Grenzgänger bekommen. Ja, was halt, man sollte mal telefonieren und so weiter. Und da bin ich dann halt sozusagen da reingerutscht. Und es hat sich eben ergeben, ich hatte die Möglichkeit und ich muss auch sagen, ich bin echt froh drüber. Ich habe es erst zum Benne geschrieben, zum Benne Official, kenne ich ja mit Sicherheit auch, dass ich echt froh drüber bin, gewechselt zu haben. Da ich einfach, ich finde, ich feiere die Klamotten extrem, ich habe auch gerade wieder ein T-Shirt an, ich feiere die Pullover übelst geil. Ich finde den Helm, den ich auch jetzt gerade anhabe mit der GoPro-Halterung, mit der ich hier gerade filme, richtig, richtig geil. Es ist einfach nicht mehr dieses Alte, was man noch kennt, mit einfach nur dem Totenkopf. Ich habe auch direkt damals am Telefon gesagt, so einen Pullover möchte ich nicht. Da der mir einfach zu sehr auffallen ist. Ich finde dieses Mainstream und dieses, was man ein bisschen für normal anziehen kann, einfach geiler. Auf jeden Fall. Und ja, deswegen bin ich echt froh über diesen Wechsel. Manche mögen mich verurteilen. Ich sehe, kriege auch immer wieder Nachrichten. Bei Heißel war es cooler, klar. Ich habe auch mit einem Quadboy, beziehungsweise er hat mir geschrieben gehabt, hey, bei Heißel, da warst halt du so, du warst halt so ein bisschen so, du bist halt herausgestochen aus der Masse. Und jetzt bin ich bei Grenzgänger, Grenzgänger hat viele Fahrer, Grenzgänger ist riesengroß und ist ein bisschen Mainstream, zumindest in der Supermoto und Enduro-Szene ist Grenzgänger auf jeden Fall so das Größte, was es gibt, würde ich mal behaupten. Und ja, klar bin ich jetzt mehr Mainstream und nicht mehr ganz so, ich steche nicht mehr ganz so heraus, aber das war es mir auf jeden Fall wert. Ich finde es, wie gesagt, ich finde es so, wie es jetzt ist, richtig cool. Hier wird auch auf jeden Fall nicht schon wieder ein neues Logo drauf kommen, was manche sagen. Das wird jetzt auf jeden Fall so bleiben, außer ich bekomme nächste Saison oder was Neues. Glaube ich aber erstmal nicht, weil mir gefällt die so, wie die ist, echt extrem. Ich finde die richtig geil, es wird jetzt aussehen und ich will die auch gar nicht geändert haben. Jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall bin ich echt froh drüber, wie es jetzt ist. Und wenn ich jetzt, habe ich ja gerade schon erwähnt, glaube ich, warum ich nur die Logos getauscht habe. Ich habe die Logos nur getauscht, weil ich das Design einfach richtig geil finde. Ich finde es bei der 300er absolut mega. Ich will da nichts dran geändert haben, gar nichts. Und ich finde es bei der absolut mega, wie es war. Und ich finde es mit dem Logo fast noch geiler wie mit dem alten, dass sich das Logo einfach viel besser auf das lange Plastik schmiegt. Das andere war immer so ein bisschen breiter drauf gedrückt, weil es halt als Logo einfach so ist. Nichts gegen ein Logo. Aber das da passt einfach noch geiler drauf. Ich würde sagen, damit ist eigentlich das Ganze dann schon geklärt, warum ich gewechselt habe, wieso nur das Dekor. Manche haben mich dafür ein bisschen angemacht. Es gab auch andere große YouTuber, die auch öfters nur die Sponsoren gewechselt haben. Habe ich gehört. Wusste ich gar nicht mehr so recht. Ja,
das wird jetzt auf jeden Fall das letzte Mal sein. Hier wurde ja im Endeffekt nur einmal das Deko getauscht. Bei 300er im Endeffekt auch nur einmal. Das Limit hat es war nicht lange draufgeklebt. Ich hätte es auch einfach nicht kleben können und hätte dann halt ein halbfertiges Bike präsentieren können. Das wollte ich einfach nicht. Genau. Kurz noch zu den Pulverteilen. Die finde ich übelst geil. Also das kommt auf jeden Fall viel, viel besser. Besonders auf der Seite der Kickstarter, der Bremshebel und die Fußraste. Besonders auch mit die Boysen-Deckel kommt halt richtig geil, weil es jetzt einfach von hier noch viel, viel schöner aussieht, weil alles schwarz ist. Also von der Seite ist alles schwarz, klar ist der Motor noch hell, aber es ist alles dunkel. Meine Felge glänzt bloß gar schon wieder so hell, weil die einfach übelst dreckig ist. Und besonders auch von, ich finde immer diese Heck an sich mittlerweile richtig geil. Da du einfach, es ist wirklich alles schwarz von hier, der Kickstarter, besonders die Gabel vorne sticht so übelst raus. Normalerweise wäre das ein richtig silbernes Ding. Und jetzt hast du da so einen schönen schwarzen bzw. anlauffarbenen Gabelholm. Ja, genauso dann hier üben. Da müsste ich den Schalthebel definitiv noch machen. Mir war das aber mit der Niete ein bisschen stressig und deswegen habe ich den einfach gelassen gehabt. Muss ich aber noch machen, weil der sticht jetzt übelst raus. Es ist hier alles schwarz. Außer der Schalthebel. Und der Heckrahmen noch. Da wo schon mit der Luftfiller Öl raushaut. Ja. Leute, das soll es dann jetzt auch von mir gewesen sein. Ich wollte das einfach mal beantworten, da das immer viele Fragen, besonders bei meinen Instagram-Frage-Stories, fragen mich immer noch viele, warum der Wechsel zu Grenzgänger und so weiter. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Schreibt mir noch gerne mal in die Kommentare, was ihr geiler fandet bei Heisel oder bei Grenzgänger. Ob ihr meine Entscheidung, ob ihr die versteht oder eben nicht. Also ich denke, für viele, die mich länger verfolgen und mich so ein bisschen kennen durch Social Media, die verstehen es auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe selbst mit einigen Leuten, die mich halt lange kennen, darüber geredet. Und viele waren eben auch der Meinung, dass ich das doch so machen soll. Und wie gesagt, ich bin vollkommen zufrieden mit dieser Entscheidung. Das ist eigentlich die Hauptsache. Solange ich zufrieden bin mit dieser Entscheidung und ich finde es absolut geil, wie es jetzt ist, ich finde den Look vom Bike richtig geil. Ich finde die Klamotten, die ich bekomme, richtig geil. Ich finde den Helm übelst geil. Und ja. Jetzt hoffen wir nur noch, dass man endlich mal wieder weg darf. Endlich mal wieder geil irgendwo fahren kann, was erleben kann. Darauf habe ich übelst Bock. Ab 1. Juli darf man, glaube ich. Ich bin noch nicht sicher. Ich muss es nochmal googeln. Wieder auf Italien. Ich hoffe, das klappt 2020 noch. Und wir wechseln das ganze Jahr, beziehungsweise wenden das ganze Jahr noch ein bisschen zum Guten. Und in dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, Leute. Abonniert den Kanal, bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. It hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have.